herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Alles kann neu werden, sagt die Bibel. Mein Leben, die Welt, alles. Das wünsche ich mir manchmal und frage mich, wie kann das gehen? Davon hören wir gleich mehr. Wir sind alle miteinander vereint, egal wo ihr seid. Und wir feiern gemeinsam im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Frau hat die Musik geliebt, erzählte er. Manchmal, wenn wir in der Küche zusammen kochten, da drehte sie das Radio ganz laut auf. Komm, tanz mit mir, sagte sie. Ach, wir müssen doch das Essen machen. Nein, komm, tanz mit mir jetzt und nahm mich bei der Hand. Lebensfreude pur. Das war von Anfang an da. Die Kraft und die Lebensfreude pur, die war schon bei der Schöpfung da, so heißt es. Im Buch der Sprüche, da steht, als Gott Himmel und Erde machte, da spielte die Ruach neben ihm. Da spielte die Ruach und tanzte und freute sich an all dem, was Gott schuf. Wer die Ruach ist? Ein Teil von Gott? Seine Freude, sein Spielen, seine Freude an uns, wer weiß das schon? Aber klar ist, dass diese Freude, dieses Spielen, dieses Leben wollen von Anfang an da war, bei Gott und auf dieser Erde, in seiner Schöpfung. Als die Sonne geschaffen wurde, als die Palmen geschaffen wurden, als die Amseln geschaffen wurde und der Buckelwal, da war sie da, spielte und tanzte mit allem, was ist. Und dieser Tanz, diese Kraft und Freude Gottes, die lebt und webt auch heute noch in allem. Und sie sagt, wer mich findet, der findet das Leben. Wie finden wir es denn, das Leben in dieser Zeit? Vielleicht indem wir das Radio lauter aufdrehen, um den Krach dieser Welt und all die Stimmen nicht zu hören? Oder indem wir mal nicht die Nachrichten und die Zahlen verfolgen, sondern einfach den Frühling genießen, Freundschaften genießen, telefonieren, miteinander in Kontakt gehen. Ja, so kann es auch gehen. Aber es gibt mehr.
Sie hält neben mir mit dem Fahrrad an. Die Grundschullehrerin hier aus dem Stadtteil. Sie verteilt ganz viele Arbeitsblätter für ihre Kinder hier im Stadtteil und besucht jeden Einzelnen, klingelt an der Tür. Warum ich das mache, sagt sie. Das mit dem Computer und dem Smartphone, das funktioniert doch bei den Schülerinnen und Schülern hier bei uns nicht. Und so fährt sie einmal die Woche zu 40 Haushalten und sagt, dann sehe ich auch, wie es den Kindern geht und kann vielleicht unterstützen. Was Leben ist? In der vergangenen Woche hat das Jugendzentrum oben am Röttgen mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammen gebacken. Die haben Taschen gepackt, in denen war alles, was man zum Backen brauchte, bestellten es vor die Tür der Kinder und dann haben sie per Zoom zusammen gebacken. Alles ausgepackt auf den Tisch. Ey, du Eumel, zuerst musst du die Hefe doch in das Mehl tun. Und sie haben gelacht und Spaß gemacht und sich gesehen und waren beieinander. Und ich stelle mir vor, dass die Ruach mitten unter ihnen war und sich auch gefreut hat. Das ist Leben. Gott hat die Welt nicht nur einmal erschaffen. Gott erschafft die Welt, er schafft das Leben immer wieder, jeden Tag und in jedem Moment. In den letzten Wochen, erzählte er, konnte meine Frau nicht mehr tanzen. Da lag sie im Pflegebett. Und immer wenn wir dann die Musik aufgedreht haben, dann strahlten ihre Augen und ich merkte, wie das Strahlen und die Freude immer noch in ihrem Körper waren. Und ich glaube, daran erzählt er, dass sie dort, wo sie jetzt ist, auch tanzt. Ich weiß nicht, ob man da Michael Jackson hört, aber sie wird tanzen. Sie wird Musik hören, sie wird tanzen und frei sein und glücklich sein und schöner, als sie es jemals war. Daran glaube ich ganz fest. Man sagt, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus war tot, 3 Tage lang. Aber die Kraft, die die Sonne gemacht hat, die die Palmen gemacht hat, die Amsel gemacht hat und den Buckelwal gemacht hat, die Kraft, die die Schöpfung gemacht hat, die hat auch Jesus wieder von den Toten auferweckt. Ostern ist Neuanfang. Ostern ist eine neue Schöpfung für uns alle. Es wird neues Leben geben, auch für dich, versprochen. Vertraue dieser Kraft. Vertraue dieser Kraft. Suche das Leben, sagt die Ruach, und du wirst mich finden. Es gibt ein Tohu Wabohu, ja, in dieser Welt. Es gibt viel zu tun, um diese Schöpfung zu einer guten Welt zu machen, ja. Und wir werden es bestimmt nicht erleben, dass alles gut ist, ja. Aber wir können uns verbinden, wir können unserem Herzen uns selber Raum geben für diese Schöpferkraft, für diese Christuskraft, für Ostern, für die Auferstehung Raum geben in uns. Und Gott uns auferstehen werden lassen. Lasst uns gemeinsam eine gute Erde bauen, sagt die Ruach, so wie damals am Anfang. Sie wird auch dich auferwecken, an die Hand nehmen. Vielleicht schon heute Nachmittag, vielleicht auch später. Aber sie wird an deiner Seite sein. Sie wird spielen und tanzen und dir die Kraft zur Auferweckung und zu neuem Leben geben. Daran glaube ich ganz fest. Amen. Thank you.
sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In zwei Klingelbeutel können Sie heute spenden. Der eine ist für die Kinder- und Jugendarbeit unserer evangelischen Kirche im Rheinland und der andere ist für bedürftige Menschen, das heißt für die Diakonie, bei uns im Stadtteil. Gott segne Gebende und Empfangende. Lasst uns beten. Schöpferischer Gott, du hast uns nach deinem Ebenbild geschaffen. Du hast uns einen Schaffenswillen mitgegeben, der zur Tat drängt. Du lässt uns zauberhafte Musik spielen, wunderbare Bilder malen, beeindruckende Bauwerke erschaffen und Bücher schreiben, die Horizonte erweitern. Lenke unsere Schaffenskraft in sinnvolle Bahnen. Hilf uns dabei, unsere Gaben in deinem Sinne zu gebrauchen. Lass uns mehr kreative Energie für Gutes aufbringen, als wir so oft für Zerstörerisches einsetzen. Schütze die besonders Begabten vor Arroganz und die anderen vor Neid. Hilf uns dabei, uns gemeinsam an dem zu erfreuen, was wir schaffen. Und lass uns hinter all dem deine Herrlichkeit entdecken. Gott, in der Stille sagen wir dir die Namen derer, die wir dir ganz besonders ans Herz legen wollen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Gott segne dich.
und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.